Schön, dass du hier bist. Ich bin gerade am Vorbereiten. Ich möchte meine ersten eigenen Hundeleckerlis backen. Und zwar habe ich mir gedacht, dass Trockenfutter, Würstchen oder Käse als Leckerli natürlich sehr toll für die Hunde sind, aber durch die Gewürze und ja, es gibt auch gutes Trockenfutter. Aber wie auch immer, ich wollte einfach mal meine eigenen Leckerlis machen, schauen, wie es den Hunden schmeckt, ob sie darauf abfahren, ob man gut damit arbeiten kann. Und die Leckerlis bestehen aus folgenden Zutaten. Und zwar sind das einmal Bananen, Karotten, Kokosöl, Buchweizenmehl und etwas Chiasamen. Also ich mache mich mal an die Arbeit und wenn die Kekse fertig sind, sehen wir uns wieder und dann auch mit dem Test, ob die Hunde die Leckerlis gut finden oder nicht. Okay, dann bis gleich. Alle Zutaten im Topf. Ich habe keine Schüssel, aber er füllt auch seinen Zweck. Werde das jetzt zu einem Teig verrühren, ausrollen, mir dann Formen ausstechen, das Ganze in den Backofen schieben und hoffen, dass daraus was wird. Ich habe übrigens gemerkt, wenn man die Banane am Stück lässt und sie dann zermanscht, dass das einfacher geht. Okay, wir sehen uns wieder, wenn die Kekse fertig sind. Hoffentlich. Hi! Die Kekse sind so gut geworden, ich möchte am liebsten selber alle essen. Die Hunde finden sie auch gut. Die sind nicht hart, die sind weich. Ich habe nur das Problem gehabt, dass ich keine vernünftige Form hatte und die dann mit einem Deckel von einer Olivenölflasche, mit so einem kleinen Deckel, dass ich keine runden Formen ausgestochen habe. Und ja, sie müssen auf jeden Fall klein werden, die Leckerlis. Ich muss noch nach einer anderen passenden Form suchen. Aber Kitu springt auch schon die ganze Zeit wieder hier hoch und möchte noch mal ein Stück. Er kann natürlich auch immer ein Stück abbrechen. Auf jeden Fall sind echt gut geworden, muss man sagen. Ich habe die Zutaten in der Beschreibung habe ich hier reingepackt. Ich habe auch noch einen Link zum Rezept in der Beschreibung und ihr könnt ja mal in den Kommentaren eure Videos oder eure Berichte posten, wenn ihr selber die Leckerlis gebacken habt und was eure Hunde dazu sagen. Okay, so viel dazu, zu den selbstgebackenen Hunde-Leckerlis oder Keksen. Moment, erstmal schlucken. Auf jeden Fall, wenn das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du ihn abonnierst. Und ansonsten, have fun with your dogs und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Sven.